gibt jetzt einen Konvoi Hört sich von so falsch für an, es tut mir jeden leid. Officer oder für jede Streife einmal die 22.22. Es tut mir leid, das hörte sich jetzt falsch an. 22. Der Mann Funkcheck jede Streife. Funkcheck. Lobe 3, Funkcheck. Das hörte sich so falsch an, es tut mir leid. Also, es ist etwas Lobe Seltenes, 5, wenn ein Captain stirbt, auch wenn die Lobe Dame 6, das PD Funkcheck. Verlassen hat. Como 2, Funkcheck. Also, Como 1, Funkcheck. Clover 1, Funkcheck. Die war halt schon aus dem PD raus, als das passiert ist, aber dennoch haben wir uns dazu entschieden, das hier zu machen. Ja, es ist halt mal was Besonderes. PD mobile Leitstelle. Da kann man ruhig mal den Streifendienst für ein paar Minuten ausfallen lassen. Dann, wenn alles soweit ist. Ich hoffe halt nur innigst, dass jetzt nicht wirklich ein Banküberfall ist. 50er mal. Hab das nämlich ein bisschen gejinxt vorhin. Einen Stromausfall haben wir nämlich schon. Zueinander ein bisschen mehr Abstand. Mal kurz Konvoi halt. Dann will ich von jedem Polizeiauto mal die Sirenen hören. Motor wieder auf.
Sondersignale aus und absetzen. Hatte doch mal was dafür. Moment. Ich hoffe, das ist angenehm so. Ich hoffe, das kann man heute mal so machen.
So, alle Officer einmal bitte vor den Streifen wegen sammeln. Jeder bitte das Telefon ausschalten. Ich will kein Telefon klingeln hören. Einmal die Officer bitte zu mir. Natürlich. Ja, Notrufe müsst ihr trotzdem bitte noch abarbeiten. Zumindest das annehmen. Notfalls eine Einheit abrücken lassen. Gut, ist wie folgt, wir gehen jetzt dann gleich. Was? Einmal den Notruf bitte entgegennehmen. Wir gehen jetzt gleich gesammelt in die Kirche rein. Den Notruf kann ich nerven. Wir werden uns schon mal aufstellen. Bitte den. Alles klar, ja, wir werden uns in den nächsten 10 Minuten Tobias mit einem Salut soweit in der Kirche begrüßen, dann Aufstellung an den Bänken annehmen. Ja. Was wollte der Notrufer? Na gut. Dann stellen wir uns bitte schon mal in der Kirche auf, wir gehen schon mal hin. Oder geht's nicht durch? Hier ist ein Trampel. Ja. Hier ist ein Trampelfahrt tatsächlich. Na egal. War ja schon wieder klar, dass jetzt. Natürlich. Nicht mal besser ruhig, können sie Ruhe geben, diese scheiß Schweine. Die Leute haben halt keinen Respekt. Stellt euch möglichst hier auf. Am besten eine Reihe bilden. Becky, ihr könnt. Der ist schon drin. Gut, Kommando zurück, ihr könnt euch auf die Bänke verteilen. Ja, dann lasse ich die Officer sich auf die Bänke verteilen. Ja. Wenn der Sarg gleich rausgetragen wird, werden wir dann Spalier stellen. Oh, vorsichtig. Entschuldigen Sie bitte. Officer Connor, wenn Sie einen kleinen Schritt hier nach vorne gehen könnten. Nach vorne? Mhm. Okay. Besser. Chief Kowalski, wenn auch Sie ein kleines Stückchen nach vorne könnten. Ja.
Ich dachte, das sieht. LSP, die Notrufleitzentrale, was ist der Notfall? Hallo, ich stehe hier bei euch und hier ist keiner vor Ort. Ja, wir haben auch gerade keine Zeit und das ist kein Notruf. Ein Notruf ist, wenn wirklich Leben in Gefahr sein sollten oder wenn etwas passiert ist, wo wir unbedingt hinkommen müssen. Es kommt ja, es ist ja keiner da, wie sollen wir denn einen erreichen? Ja. Hier wartet doch einer, dass einer aus dem Gefängnis Wenn einer kommt. Da ist, wenn Sie bitte auflegen könnten, ich habe gerade anderes zu tun. Ja, alles klar, ciao. Auflegen bitte. Sagen Sie mir nicht tschüss. Legen Sie bitte auf. Ja, mache ich. Tschüss. Tschüss. Sir, Sie haben mich aufgelegt, oder? Was habe ich da gehört? Salut in den Chat. Komm schon, da geht noch mehr. Mehr von euch haben da bei mir einen Sub. Komm schon, wo sind die Saluts? Nice. Also ich kann es heute noch nicht ganz in Worte fassen, was passiert ist vor einigen Tagen. An dem Tag haben wir noch gesagt, wir gehen Fallschirmspringen. Valentinstag möchten wir nachholen. Und ja, beim Vorbeifahren am Osthighway. Da habe ich schon so ein leichten flauen Magen gehabt. Weil. Dem leider meine Verlobte, die Nora, involviert war. Und letztendlich, ja, aus dem Leben hat ausscheiden lassen. Eigentlich sehr schade, da wir ja eigentlich noch sehr viel vorhatten. Heiraten, glücklich sein, gemeinsam in die Zukunft schauen. Ein jeder, der hier steht und die Nora kannte, der weiß, dass die Person eigentlich immer eine feuchtfröhliche Person ist. Und Boom, ich glaube, die Geschichte kennt der ein oder andere sicher noch. Hat damals das Personalbüro sehr, sehr, sehr gut geschmückt. Sehr gut sogar. Nora ist eine Person, die das Police Department sehr, sehr, sehr innig hatte. Und ich denke, wäre sie ja heute nicht ausgeschieden oder wohl aus persönlichem Interesse aus dem Department gegangen, wäre sie doch tatsächlich heute nach wie vor immer noch im Police Department. Oh, sorry. Mit ihr geht ein Teil von mir, ein Teil von euch, eine Uniform, die leer bleiben wird, eine Person, die eine Lücke hinterlässt. Und so stehe ich nun hier und versuche auch meine letzten Worte zu finden, um mit dem Ganzen
auch nach vorne zu gehen, aber niemals diese klaffende Lücke zu schließen, denn diese Lücke ist nicht mehr zu. Mein Dank geht an das Police Department, das FD sowie das MD. Zumindest relativ kurzfristig diese Beerdigung hier auf die Beine stellen zu können. Aus meiner Seite. Ja, wo soll ich anfangen? Captain Diaz war und ist bis heute weiterhin ein großer Teil des gesamten Police Departments. Auch durch ihre Arbeit steht die Personalabteilung so da, wie sie heute dasteht. Es funktioniert. Und es gibt so gut wie keine Probleme. Kann mich noch daran zurückerinnern, als Chief Kowalski und ich diskutiert haben, welche Position sie denn letztendlich befüllt. Und wir hatten uns entschieden, die Dienstnummer 6 auf die Position des Captains für die Personalabteilung zu heben. Welche die absolut richtige Entscheidung war. An dem Tag, an dem
die Dienstnummer 6 die ewige Ruhe angetreten hat, war ich auch an der Unfallstelle. Ich hab's auch erst recht spät erfahren und war auch erstmal geschockt. Wie es bereits gesagt wurde, ist eine Lücke. Auch wenn man versuchen würde, sie zu schließen. Das Engagement und die Frohnatur, welche sie im Funk allgemein ins Police Department gebracht hat. Ich glaube nicht, dass man genau diese Art nochmal ins PD bekommt. Ich kann mir viele Worte von Chief Obdan anschließen. Am Anfang, wo die Dienstnummer 6 Dienst angetreten hat, war es für den einen oder anderen ein bisschen schwierig. Aber durch ihre Art und ihre Fröhlichkeit, die sie jedes Mal auch im Streifendienst gebracht hat, gab uns trotzdem immer noch ein Lächeln. Der eine oder der andere war nicht nur Kollege, sondern auch befreundet bei Dienstnummer 6. Und ja, Chief Kowalski hat das vorhin schon angesprochen. Das Büro war mal randeputze voll geschmückt. Klar, Chief Obdam und meiner Wenigkeit haben das viel durchgeschaut und waren auch witzige Abende dabei. Wir hatten unseren Spaß und als wirklich die Entscheidung von die zwei dann getroffen worden ist, die Dienstnummer 6 auf den Captain befördert wird und die Personalabteilung übernommen hat, war es eine riesen Bereicherung für das Department. Sie hat ihren Job souverän gemacht. Es ist sehr, sehr schwer. Überhaupt kaum möglich, diese Lücke zu füllen mit dieser Art und Engagement, was sie rübergebracht hat. Ungefähr eine halbe Stunde zuvor, wo das Ganze geschah, habe ich auch noch mit ihr telefoniert, weil sie mich anrief. Wir haben auch ein paar Worte noch gewechselt. Ich wusste, was die Kowalski und sie vorhatten. Als dann Obdan mich angefunkt hat, dass er oben an der Unfallstelle war, bin ich auch dahin gefahren. Und wir sahen das Auto. Und ja, so wie jeder Polizist von uns ist, checkt das Kennzeichen und wir wussten, dass es ihr Kennzeichen war. Wir fanden die Person auch nicht mehr vor. Ja, nach mehrerer Zeit, 2 Stunden, kam auch diese Nachricht zu uns. Es war ein Tiefgang für uns alle. Dienstnummer 6, seitens des PDs und des High Commands, Ruhe und Frieden. Die 7 meldet sich im Leitstellenfunk an. Nicht seine. Wenn jemand noch Worte hat, kann gerne rauf. Die 7 für die 43, Leitstellenfunk kommen. Ja. Hört. Erreichen Sie mich bitte einmal umgehend über Draht kommen. Ist mit.
Lass uns den letzten Weg gehen. Die Officer einmal aufstellen, wie wir gerade eben standen, an der Seite der Bänke. Hilton, Hernandez, komm zu mir. Mir sind nicht die Haare gewachsen, obwohl ich hier drin bin. Unpassend. Ach man, warte gleich draußen. Wir werden uns dann gleich hinter dem Sarg anschließen. Ja. Ich müsste gleich als Leitstelle in die zum PD Gefangenen versorgen. Dann rückst du bitte dann ab, verlässt die Reihe. Ja. Schnappst den Dienstwagen und fährst ins PD. Jetzt sofort schon? Sobald der Sarg vorbei ist, wir gehen gerade noch dann in Bayer rein hinterher und dann gliederst du dich einfach beim Eingang vom Friedhof aus. Ja. Hier kann sich ausgliedern. Ich bin zu langsam. Wir haben was im Schuh. Wir haben was im Dann, Udo.
Dieses Timing, Junge. Von euch noch jemand kurz ein paar Minuten braucht, nehmt doch kurz die Zeit. Die für MD. Idi für MD. Idi hört, komm. Ja, bräuchten mal eine Einheit von Ihnen im Krankenhaus. Einer von der Gov ist wieder anwesend. Ja, die Leitstelle nimmt sich den sofort an. Ja, wunderbar. Und die Information in Konvoi-Funk. Wir können dann aufbrechen. Ihr könnt durchgehen. Und durch weiter. Ja, Freunde. Mobile Leitstelle 10-6, Anfahrt. Das war die Beerdigung. War ein bisschen was anderes hier zu Primetime. Der letzte Abschied von ehemals Captain Nora Diaz. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Leute, die jetzt auch im Chat gewissermaßen teilgenommen haben. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch etwas so Besonderes wird, wie es doch jetzt gerade war, dass ihr da hier so fleißig mit dem Salut mitmacht. Das freut mich tatsächlich sehr. Nora, ich weiß, du wirst dir das VOD angucken. Ich bin davon überzeugt, dass du es dir angucken wirst. Ich habe schon die ganze Zeit geguckt, ob du sogar jetzt gerade dabei bist. Halt es in Ehren. Ja, ich sehe zu, dass ich das auf YouTube hochlade, dass du dir das runterziehen kannst, falls du das irgendwie für die Zukunft zurückbehalten willst.
Das ist das Mindeste, was man machen kann. Wir werden daraus natürlich ein Highlight schneiden. Jetzt wird es gleich wahrscheinlich heißen, zurück in den normalen Dienstalltag für das PD. Ich denke mal, ich werde nicht besonders lange machen. Okay, Sophia sagt es, okay, vielleicht machen wir doch noch ein bisschen. Mal schauen. Ja, ein bisschen was anderes. Ich hoffe, das war angenehm für euch. Ich sitze da so ein bisschen schief in der Bank drin, sehe ich gerade. So, zack, zack. Machen wir die Informationen mal wieder an, das Live-Overlay. Bilder. Wobei das hier kann jetzt endlich mal gelöscht werden. So. Ach, Moment. Fehlen so ein paar Sachen. Moment. Ach, Junge. Angenehm Abend, Herr Fokus. Gleichfalls. So. Jetzt haben wir's. Klingt Musik.